Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 413. Die heutige Mods, die ihr seht, die sollten auch für diejenigen zu bekommen sein, die mit der PlayStation oder mit der Xbox dem entsprechenden LS22 spielen. Für euch sollten die auch zu kriegen sein. Wir haben heute so ein bisschen was Häusertechnisches, so ein bisschen was, um den Hof zu verschönigen, und ja, einen Ladewagen haben wir auch noch. Ich dachte mir, es kann nicht nur Platzierbares sein. Wir fangen mal an mit der Hausgeschichte hier. Das sieht vom Weiten schon mal sehr gut aus, aber nicht nur das, das sieht auch von dicht dran gut aus, weil man hier sieht, dass es schön aufgesetzt ist, hier die Kanten. Also macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Auch hier unten die Kellerfenster, hätte ich fast gesagt. Souterrain, wie auch immer, was es sein soll. Ne, man kann hier in die Räume reingucken. Also es ist kein begehbares Haus. Ne, aber auf jeden Fall sehr schön gemacht. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, ne, wenn man die Hilfe an, dann seht ihr jetzt hier den Kleiderschrank zu öffnen. Ziemlich komischer Kleiderschrank hier draußen gemauert, aber. Und hier oben können wir schlafen. Wir haben eine schöne Eingangstür, auch hier so eine Gardinengeschichten drin, kleinen Vorbau mit ein bisschen Blümchen und Fahrrad. Ne, und wieder Texturen, finde ich selber, sehen sehr gut aus. Ne, auch hier das hat schon was. Satellitenschüssel noch dran. Ja, das ist unser erstes kleines Bauernhaus, wenn man so will. Das ist Nummer 1. Also, wie gesagt, gefällt mir schon sehr gut. Na, auch hier das Gemauerte und so, das ist vernünftig umgesetzt. Vor allen Dingen, was sonst immer schwierig ist, hier die Kanten sind gut umgesetzt. Man sieht hier also, die Steine über Winkel gehen. Ne? Also es hat schon was. Auch hier oben die, ne? Die Sims-Kanten, also ja. Schönes Teil, kann man nicht anders sagen. Ja, ich würde sagen, wir marschieren einfach gleich mal weiter. Und das nächste Häuschen ist nicht ganz so spektakulär. Da seht ihr es selber. Also das ist mehr so die kleine alte Variante, sage ich mal so. Kleines altes Holzhäuschen. Ne, da sieht man auch hier unten das bisschen, ne, gammelt. Das Holz, die Texturen an sich. Seht ihr hier, die sehen auch sehr gut aus. Fenster sind auch zum Nicht-Reingucken. Also das ist auch das Haus hier, ist nicht begehbar. Wir haben oben einen schönen Schornstein mittig sitzen. Ne, Fenster sind auch unterschiedlich gemacht, wie ihr hier seht. Es hat aber auf jeden Fall schon mal was. Da sieht man so Blümchen, wenn wir reingucken. Gefällt mir auch gut, auch wenn es ein ganz anderer Stil ist. Das ist immer die Frage, was halt denn auf die Karte passt. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was man draus macht. Hier hat man halt hier unten Metallsachen gesetzt. Auch hier oben die Kante oben auf dem Giebel hier ist auch eine Metallkante gesetzt worden ist. Und man sieht dann selber, dass die Versorgung innen drin sozusagen dann gemauert ist in Ziegeln und Außenholz ist. Man kann schlecht auch schlechten Holzschornstein machen, wäre ein bisschen albern. Schornsteine hatten wir hier übrigens dann auch vernünftig oben drauf. Ja, das ist Haus Nummer 2. So einfach ist es. Ja, dann marschieren wir mal weiter und kommen zu einer anderen Hofgeschichte. Nämlich die Variante, wie kommen wir denn auf oder in unseren Hof oder wie grenzen wir das Ganze ab? Und da sind wir hier schon mal genau richtig. Da seht ihr, hier ist es so ein bisschen eine holprige Überfahrt. Da muss man natürlich gucken, wie man das Ganze setzt. Ne? Das ist halt auch dann, wird dann gemacht, wenn zum Beispiel Tiere freilaufend sind, dass die halt hier nicht einfach rüberrennen, weil Tiere, so also Kühe oder sowas, die gehen über sowas nicht. Ne? Deswegen, also das ist hier dann einmal eine Torvariante, also Tor ist gut, ne? Torbogen, sag ich mal so. Oben mit dem schönen Dach als in Ziegelform. Das Ganze haben wir dann einfach auch nur als Balkenform. Aber auch hier die Variante, die dann die Tiere eher abschreckt, ne? Obwohl hier an der Seite können sie vielleicht langklatschen. Ne, weil irgendwie ein Gewässer oder sowas überbrücken könnte man damit nicht, weil ja hier das Schild dann selber drin stehen würde. Hier ist es halt im Prinzip, seht ihr selber, das gleiche Grundgestell. Bloß hier ist das Dach nicht drauf, wenn wir ein bisschen dichter rangehen. Die Texturen sind echt okay. Ne? Also da kann man so nicht motzen, aber die sind dann halt bei den Schildern hier auch gleich. Ne? Also bei den Toren auch gleich. Und hier auch der Bodenbereich sieht vernünftig aus. Ne? Ich marschiere hier mal ein Stückchen weiter. Das Ganze haben wir jetzt im Prinzip nochmal, nämlich hier auch einmal nur den Balken und dann die Variante mit dem Dach oben drüber. Aber dafür haben wir jetzt hier den Part nicht versperrt für Tiere durch Rillengeschichten, sondern hier kann ich mir selber ein Tor ins Gesicht schlagen, stelle ich gerade fest. Auch das hier sieht schön gebaut aus. Ne? Texturmäßig ist es ähnlich. Ich mache auch von dieser Seite hier. So sieht man dann, wie es auch wieder zugeht. Ist jetzt keine Verriegelung oder sowas da, ne? Das nur nicht. Und hier ist das gleiche, dann mit offenem Pfeiler einfach nur. Aber auch hier das gleiche Tor. Ich gehe mal lieber von der anderen Seite, sonst haue ich mir das schon wieder hier ins Gesicht. So, dann hier sieht man selber, geht auch vernünftig auf.
geht auch vernünftig weit auf, ne? Also noch ein bisschen mehr wie die 90 Grad. Also das passt dann dementsprechend schon. Und wie gesagt, texturmäßig auch hier genau das gleiche. Oh, ich habe den Zumachmechanismus nicht erwischt. Da haben wir ihn. Auch genau das gleiche. So, ja, jetzt haben wir schon mal zwei Häuser und die Bögen hier. Dann kommen wir mal zu diesem guten Spaß hier. Das hier sind ja Unterstände, Unterstellmöglichkeit, Hallen sind da falsch, weil keine Tore da sind in dem Sinne. Wir haben hier unten eine schöne Betonkante. Texturmäßig hier nicht ganz so schön wie bei den Häusern, muss man zugestehen. Ne, das ist dann eher schon noch so ein bisschen matschig, auch hier. Ne, sonst, wie gesagt, wenn man hier was reinstellen möchte, ist es halt belüftet, ist es also halt nicht komplett geschlossen. Ne, also ist nichts jetzt, um was trocken einzulagern oder sowas, das kann man dann sozusagen vergessen. Und wir haben hier also wieder eine Durchfahrtvariante oder halt eine Reinfahr- und Reinstellvariante, aber man könnte halt in beiden Richtungen raus hier in dem Fall. Ne, wir haben hier oben jetzt dementsprechend das Dach drauf. Von außen hier haben wir die berühmten Metallplatten, ne? Da sieht man auch schön die Verschraubungsgeschichten. Wie gesagt, das Einzige, was nicht so schön ist, ist halt die Textur von dem Betonpart, ne? Also die Platten hier oben, das ist alles wieder okay, ne? Aber nur der andere Part, genau wie die Holzpfeiler, ja, da gibt es auch Schöneres, ne? Aber wie gesagt, das Ganze haben wir jetzt hier noch ein zweites Mal, also das ist ein Set. Da hat man einfach dann die Seitenteile nicht, also da fehlt der Metallpart. Alles andere ist dementsprechend da, das ist dann sozusagen eine offene Unterstellmöglichkeit. Ne? Was man dann hier genau reinmachen will oder was man da draus machen will, das muss man halt dann auch selber wissen. Ne? So, ja, das waren unsere platzierbaren Sachen. Bevor wir jetzt natürlich noch rübergehen und uns den Ladewagen angucken, den Bergmann, werde ich jetzt hier mal gucken und euch zeigen noch, was der Spaß denn hier kostet. So, wenn wir jetzt Richtung Hallen gehen, dann seht ihr, die kosten 10.000 kostet die offene Variante, die wir am Schluss gesehen haben, und 15.000 kostet die geschlossene Variante. Das ist schon mal Nummer 1. Dann gehen wir mal auf Farmhäuser. Farmhäuser haben wir das Ziegelhaus. Hier dementsprechend das damals für 85.000. Ne, auch hier mit der Überdachung hier schön, ne, kommt gut rüber. Und hier die ganz einfache Holzhütte, seht ihr selber hier. Die liegt dann, können wir auch mal ranscrollen noch. Ne, sieht auch vernünftig aus. Die haben wir dann für 10.000. Zusätzlich haben wir dann für Dekoration sonstiges. Da haben wir halt auch die Bögen dann. Die liegen egal, welche Variante das ist. Hier scheint die Torvariante mit den Scharniergeschichten und sowas genauso viel wert zu sein wie die Holzmenge, die am Boden ist. Deswegen kostet jede von diesen platzierbaren Einheiten, die wir haben, kostet 700 dementsprechend dann. So, ja, das waren die. Dann würde ich sagen, hüpfen wir einfach mal. Und da sind wir nämlich auch schon. Und da seht ihr es auch schon, wir sind vor allem Bergmann. Zweiachser Carex 370S ist der Zauberpart sozusagen. Hier mit der etwas größeren Ausschweifung hinten. Ne, sieht auch hier texturenmäßig sehr gut aus. Ich hüpfe am besten auch gleich mal rein. Ne, hier seht ihr den Übergangspart, wie es gemacht ist. Da kommt der Spaß an. Hier hinten, unten sieht man auch die ganzen Verkabelungsgeschichten und sowas. Das ist alles vernünftig da, selbst unten mit der Leiter hier an der Seite und sowas. Das sieht alles schon sehr gut aus. Ich werde den einfach jetzt mal anmachen, das Ganze. Wir senken jetzt mal den Aufnehmer. Machen das Ganze an. Und dann mal gucken, er dürfte jetzt hier nur den Heupart am Anfang aufnehmen, wenn dann, oder? Nee, er nimmt hier nichts auf. Das liegt jetzt nicht an der Mod, das liegt daran, dass ich so weit an der Kante bin. Ich hatte hier schon mal Probleme mit dem Rasenpart, dass ich hier nichts aufnehmen konnte. Weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo noch was liegen habe, was er dann aufnehmen würde. Ich glaube leider nicht, muss ich zugestehen. Ja, vielleicht da vorne ein, zwei kleine Reste. Ich fahre mal eben ein Stückchen hier. Gucken, ob er hier irgendwas aufnimmt. Ja, da hat er was aufgenommen, ne? Also wie gesagt, das liegt daran, dass ich zu dicht an der Straße war. Aber ihr habt es selber gesehen, es sind jetzt 131 Liter dementsprechend drin. Ne, hier kann man noch auswählen, ob man mit Silier oder ohne das Ganze haben will. Ich kann das Ganze jetzt hier, oh, ich kann das Ganze jetzt hier mutwillig abladen. So, dann geht die Klappe hinten auf und dann wird das Ganze halt rausgefördert. Ne? Also auch das funktioniert einmal frei. Ne? Beleuchtungsgeschichten auch bis oben hin. Auch die Bremsleuchten, seht ihr, reagiert die komplette Rückwand auch oben. So, damit haben wir den. Wie gesagt, ne, Siliertankgeschichte und sowas, das kann man auswählen. Das zeigen wir euch nochmal im Shop hier. So.
Da haben wir es, ging ganz ans Ende. Und da seht ihr Bergmann, ne? Carex 370S, 112.000 kostet er, hat 37,5 Kubik. Ne? Wir können hier noch die Breitreifen ransetzen und Siliermitteltank, das hatte ich ja gerade gezeigt, hier an der Stelle. Ne? Können wir auch noch sagen, ja oder nein. Und dann kommt halt der etwas andere Preis zusammen. 112.000 ist jetzt nicht unbedingt so ein super Schnäppchen, wenn man das mit anderen hier vergleicht. Ne, in der Größenordnung. Ne, da wäre man etwas günstiger jetzt hier bei ihm jetzt zum Beispiel mit 35 oder hier kriegt man für 117 schon 44 Kubik. Da muss man halt selber wissen, was man dann haben möchte oder was es denn werden soll. Ne? Aber sonst, wie gesagt, optisch gesehen sieht er hervorragend aus. Also ein sehr schönes Teil. Ja. So, ja, ich rück den jetzt hier einfach mal so ein bisschen mittig und ihr wisst ja auch schon, was passiert. Genau, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.